Ja, liebe Mitbürger und Mitbürger, ich melde mich jetzt nach vielen Tagen, gefühlt vielen Tagen mal wieder. Der eine oder andere wird sich wahrscheinlich gefragt haben, was ist los? Der Push gestorben oder warum kommt kein Video mehr? Nehmen Sie es einfach als gutes Zeichen dafür, dass sich im Kreis Heinsberg wie im übrigen Deutschland auch die Lage sehr beruhigt hat. Und die Videos hier sind ja kein Selbstzweck, sondern ich möchte Ihnen wirklich auch immer etwas an Informationen rüberbringen. Und das Gute ist eigentlich, dass wir jetzt, und da kann man vielleicht mal kurz auf die Statistik gucken, wir pendeln im Moment immer so um die 40, 50 aktuelle Infizierte, ja, mal drei rauf, mal drei runter. Das ist eigentlich im Moment so ein eingeschwungener Zustand, mit dem wir aber hier ganz gut umgehen können. Im Kreis Heinsberg, unser Gesundheitsamt, das übrigens eine sehr, sehr hervorragende Arbeit jetzt wirklich immer noch leistet. Und das ist umso höher zu bewerten, weil die Leute wirklich natürlich aller urlaubsreif sind. Hat das ganz gut im Griff. Wir testen noch nach wie vor vieles. Wir beobachten natürlich auch mit großer Vorsicht die Situation in den Grundschulen. Ich meine, unsere Zwillinge sind jetzt auch wieder den zweiten Tag heute Morgen zur Schule gegangen. Klammer auf, viel, viel Gestöhne beim Aufstehen. Ne? Die Kinder sind natürlich überhaupt nicht mehr daran gewöhnt. Aber auf der anderen Seite ist auch wichtig, und da sieht man auch an den Reaktionen der Kinder, dass die wieder einen geordneten Tagesrhythmus haben, dass die vielleicht vor den Ferien nochmal ihre Freunde sehen. Und wenn man in die lachenden und fröhlichen Kinderaugen guckt, wenn die aus der Schule kommen, dann kann man jenseits aller Bedenken, man kann über Schulöffnung ja vieles sagen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist und, und. Aber für viele Kinder, glaube ich, einschließlich meiner eigenen, war das jetzt eine gute Aktion, dass sie vor den Ferien nochmal Kontakt zu ihren normalen Mitschülern haben. Wir werden in den Grundschulen dann, wenn ein Fall auftreten sollte, die ganze Klasse, die sollen ja jetzt wieder in die festen Klassenverbände erstmal als Kontaktpersonen ansehen, rein vorsichtshalber, auch um natürlich auch den Schulen die Gewissheit zu geben, sie werden unterstützt bei der Schulöffnung vom Gesundheitsamt. Stichwort Unterstützung. Heute wird ja die Corona-App, die lange diskutierte Corona-App der Bundesregierung präsentiert. Klammer auf. Ich glaube, man hat bei der Erstellung der App mit allen gesprochen, mit Datenschützern, mit Verbraucherschützern, mit dem Papst. Aber ich glaube, kein Mensch ist auf die Idee gekommen, mal mit den örtlichen Gesundheitsämtern zu sprechen. Denn die müssen ja jetzt eigentlich, so soll es, heißt es dann, ne, wenn das aufpoppt, die Nachricht, nehmen Sie Kontakt auf mit dem örtlichen Gesundheitsamt. Was wir dann aber genau machen können, sollen, müssen und was dann genau an Arbeit auf uns zukommt, das hat uns bisher keiner erklärt, aber vielleicht ist es ja auch normal, dass wir die Letzten sind, die erfahren, was damit bezweckt werden soll. Ich habe mir zu der App, ich sage das mal ganz offen hier noch abschließend, keine Meinung gebildet. Ich werde mir die selber, ich glaube die Jenny auch, wir werden uns die mal runterladen und einfach mal gucken, wie funktioniert das Ding, ist das überhaupt praktikabel? Es macht natürlich, das ist auch klar, nur Sinn, wenn ganz, ganz viele Menschen sich diese App runterladen. Vielleicht hilft es uns ja tatsächlich, das Infektionsgeschehen, sollte es wieder auch zu mehr Infektionen kommen, besser nachverfolgen zu können. Und auch wirklich dann als Gesundheitsamt vor Ort besser unsere Aufgabe, nämlich diese kleinen aufpoppenden Hotspots, die wir jetzt haben und hoffentlich nicht die zweite Welle im Herbst, besser als Frühwarnsystem zu sehen, besser reagieren zu können. Denn glauben Sie mir, diese normale telefonische, händische Nachverfolgung von Infektionsketten ist schon eine Wahnsinnsarbeit. Und wir wären natürlich wirklich froh, auch als Gesundheitsamt, jetzt mal allen Spaß beiseite, wenn diese App so funktionieren würde. Und auch so hoffentlich so funktioniert, wie gesagt, ich werde da in den nächsten Tagen mal noch was zu sagen, dass sie wirklich einsatzfähig ist und praktikabel ist, das wäre natürlich tatsächlich eine große Arbeitserleichterung. Also man wollte keine übertriebenen Hoffnungen da reinsetzen. Auf der anderen Seite will ich auch noch keine abschließende Meinung dazu kundtun. Aber es könnte wirklich, wenn es vernünftig funktioniert, ein gutes Hilfsmittel sein, um diese ganze Sache weiter im Griff zu behalten. Ja, 1600, nochmal, 1600 Menschen haben sich auf Facebook um die Karten beworben für die Veranstaltung mit Steffi Neu. Das ist natürlich eine Wahnsinnszahl. Wir haben per elektronischem Zufallsverfahren die Gewinner ermittelt. Die Jenny wird die jetzt auch kontaktieren. Und die bekommen dann diesen herzlichen Glückwunsch von mir persönlich und vom Kreis Heinsberg überreicht zu dieser Veranstaltung. Nochmal mein ganz herzlicher Dank an alle, die das möglich gemacht haben. WDR, Steffi Neu, Hastenrath Will. Ich glaube, er hat mich gar nicht so schlecht vertreten hier. Zumindest habe ich an den Reaktionen gesehen, dass es so, dass sein ihm eigener Humor nicht nur bei mir, sondern bei Ihnen sehr gut ankommt. Ich werde an dem Abend auch da sein. Ich habe noch eine für mich wichtige Veranstaltung. Ich werde nämlich hoffentlich, Klammer auf, haha, aufgestellt von der CDU für weitere 5 Jahre. Ich möchte nämlich gerne Ihr Landrat bleiben. Aber ich werde an dem Abend etwas später wahrscheinlich dann noch dazu stoßen und ich freue mich genau wie Sie, das haben ja viele auch geschrieben, auf diese Veranstaltung. Denn wir alle genießen doch wirklich mal wieder in den normalen Rhythmus reinzukommen, wieder soziale Kontakte pflegen zu können und, und.
Und ich glaube, Apps hin oder her, wenn wir alle halbwegs verantwortungsvoll bleiben, ich glaube, dann können wir das auch so weiterführen und dann kann man auch über weitere Öffnungen noch nachdenken. Denn letztendlich bei allen Vorschriften und allen Dingen, die von oben kommen, ne, wir kommen ja kaum noch nach, damit zu gucken, welche Version ist jetzt die aktuelle Corona-Schutzverordnung. Uns erreichen noch ganz viele Fragen dazu, wie viele Veranstaltungen, wie viele Personen und, und. Man kann natürlich alles irgendwo nachlesen, aber es ist schon verwirrend, wenn das in so kurzer Zeit hintereinander kommt. Aber ich glaube, die Grundidee ist und bleibt, wenn jeder vernünftig bleibt und auf sich und die anderen ein bisschen aufpasst, ich glaube, dann kriegen wir das weiterhin hier in unserem schönen Kreis Heinsberg auf die Reihe. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. HS Bistro.